FIFA 17, Folge 61. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, hier bin ich wieder nach dieser kleinen Pause, die ich jetzt zwangsläufig einlegen musste. Ich hatte ja in den letzten beiden Folgen mit einem Glitch oder Bug zu kämpfen. Ich muss auch gestehen, am selben Abend habe ich noch irgendwie so schnell, nachdem ich die Folgen abgedreht hatte, schnell mal diesen Teil mit diesem Glitch rausgeschnitten. Einfach ohne Renderprogramm, ohne groß, wie soll ich sagen, irgendwelche Besonderheiten, Intros, keine Ahnung was. Ich habe es einfach kurz rausgeschnitten und hochgeladen, sogar in 60 FPS. Das war mein erstes 60 FPS Video, eine Premiere so quasi. Aber ich habe es einfach kurz rausgehauen, nicht mal großartig ein Thumbnail oder sowas gemacht, um schlichtweg mitzuhelfen, weil ich mir einfach erhofft hatte, dass das vielleicht jemand von EA sieht oder ja, dass ein paar Leute das mit, also die das auch spielen, mitsehen und vielleicht auch sagen, ja, mir geht's genauso, ähnliches. Es war auch ein ziemlicher Erfolg, muss ich sagen. Es hatte sehr viele Klicks, das war gar nicht so geplant. Aber, ja, weiß ich nicht. Ich hatte dann am nächsten Tag mit einem Kumpel mich unterhalten, der auch FIFA spielt. Und der sagte dann, ja, es kam dann wohl ein Patch gleich am nächsten Tag, der das Ganze wohl ausgebessert hat. Ich war mir jetzt gar nicht so sicher, ob dem so ist. Ich habe es noch nicht ausprobiert seither. Ich kam auch nicht dazu. Aber ja, natürlich habe ich mir überlegt, ob ich die letzten beiden Spiele nochmal neu spielen soll. Aber ich fand das ein bisschen eine Überreaktion. Denn ganz ehrlich, so aufgefallen ist es nur auch wieder nicht, zumindest in den beiden Spielen. Ich sag mal, gegen Derby, das vorletzte Spiel, da hatte eher ich das Gefühl, dass ich benachteiligt war. Seit der 28. Minute und auch in der 78. war ich mal super offen hinten, wo ich echt dachte, ich glaube, ich sagte sogar beim Let's Play sowas wie, warum bin ich denn hinten so offen? Aber das Tor, das 1-0, das war meines Erachtens ein ganz normales Tor. Also das war jetzt kein Tor, das durch diesen Glitch hervorgerufen wurde. Und gegen die Wölfe genauso. Da hatte ich auch so gut wie überhaupt keine Szene, wo ich jetzt das Gefühl hatte, oh, da ist es jetzt Mords aufgefallen. Da war in der 6. Minute auch mal so ein Spieler von den Wölfen mal festgesteckt oder sowas, aber das hat auch nicht wirklich einen Unterschied ausgemacht. Und auch die beiden Tore waren ganz normale, reguläre Tore. Also ich hatte nicht auch da nicht das Gefühl, okay, das war jetzt wegen des Glitches das Tor oder so. Also eigentlich nicht. Es ist wirklich so, da wo es wirklich am meisten aufgefallen ist, war wirklich gegen Derby beim Abpfiff. Aber da war das Spiel eh schon vorbei. Das war ja auch die Szene, die ich dann quasi rausschnitt. Und ja, da war das Spiel aber schon vorbei. Wenn er abschlägt, so oder so, wäre es rum gewesen. Also ich dachte mir, die zwei neu zu spielen, ist unrealistischer, als es einfach jetzt dabei sein zu lassen und das jetzt anzunehmen, sage ich mal. Weil wie gesagt, ich finde das ein bisschen eine Überreaktion. Und es hatte keine, ich sag mal, spielentscheidenden Auswirkungen. Und ich habe eigentlich ja, mich da so viel zurückgehalten mit der Laderei in diesem Let's Play. Ich möchte das so weiter durchziehen, weil das auch ein Aspekt ist, wo man sagen kann, ich bin jetzt Meister geworden oder irgendwas und habe bei den Matches praktisch nie geladen. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass der Bug draußen ist. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ich gehe mal davon aus und danke an EA, dass sie so schnell reagiert haben. Wir schauen mal kurz nach den Mails. Jetzt geht es einfach weiter. Es ist wohl eine Pressekonferenz. Geht wohl um das nächste Spiel gegen Norwich. Kann ich verstehen, ist ein Top-Spiel. Ich weiß gar nicht, wie das Hinspiel ausgegangen ist. Ich würde sagen, ich lobe meine Leute, weil die spielen recht gut zurzeit. Wir haben eine ziemlich harte Woche, muss ich sagen. Denn wir hatten jetzt die Wölfe. Ja? Die haben wir ja besiegt. Dann, ja, ihr seht ja selber, 3 Tage später haben wir jetzt Norwich. Dann 4 Tage später Aston Villa. Autsch, also das ist, ja, da haben wir was vor, da müssen wir fast schon ein bisschen rotieren und schonen und tun und machen, damit wir das hinbekommen. Ich wollte gerade mal gucken, wie wir gespielt haben. Unentschieden 1-1, okay. Ja, ich sag mal, ich würde schon ganz gerne gewinnen, also muss ich gestehen, logischerweise. Ich wollte eigentlich mal kurz auf die Tabelle schauen, so war es jetzt genau. Es ist halt auch sehr wichtig, weil die sind Vierter und nicht, dass die doch noch irgendwie aufholen. Also ein Sieg wäre nicht ja, unwichtig, aber es ist auch nicht so einfach, glaube ich. Vor allem sind wir, weiß ich gar nicht, sind wir zu Hause oder auswärts? Sehe ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Wird jetzt gar nicht unbedingt angezeigt. Hier steht es ja auch nicht. Begegnungen. Ich würde das jetzt nämlich ganz gerne mal wissen, ob wir zu Hause oder auswärts sind. Auswärts, ja, ich hatte es schon befürchtet. Ja, das wird schwer. Das wird schwer, ganz ehrlich. Das wird schwer. Jetzt machen wir erstmal das Training, würde ich sagen. Damit fangen wir jetzt einfach mal an. Warm gespielt habe ich mich jetzt nicht, aber naja. Ich würde sagen, Donnarumma, der hat schon lange nicht mehr ran dürfen. Obwohl ich echt sagen muss, dieser Keeper hier und auch Darlow, der so kurz davor ist,
Bei Dalo weiß ich halt nicht, weil vielleicht würde der Wert steigen, aber es geht natürlich auch so. Aber ich glaube, ich mache mal ganz klassisch unseren Stammkeeper. Der darf jetzt auch mal wieder. Machen wir mal das da. Vielleicht kriegt er dann auch bald eine erneute Aufwertung, wer weiß. Okay, war jetzt nichts Besonderes. Gute Frage. Hier ist vielleicht nichts, was so speziell ist. Der Innenverteidiger ist auch nicht übel mit 16 schon so stark. Komm, den machen wir mal. Machen wir mal ein, Le jawohl, ich würde sagen, ein leichtes Training, aber auf der anderen Seite, naja. Obwohl, komm, das machen wir mal. Vielleicht kriegt der ja mal eine Aufwertung. Das wäre irgendwie cool. Yay! Ich hatte es geahnt. Ja, schaden kann es nicht. Also, das wäre einer, den man vielleicht mal hochziehen könnte, wenn man belegt. Stojanov und so hat, glaube ich, auch 65 und 21 Jahre alt. Nicht übel. Schöner Jugendspieler. Ja, gut, hier ist die Wahl nicht allzu schwer, obwohl Stojanov auch noch gehen würde, aber. Ja, oder soll ich mal De Jong? Der durfte, glaube ich, schon ewig nicht mehr. Ich hatte ja immer noch die Hoffnung, dass er vielleicht doch irgendwann auch mal eine Aufwertung bekommt. Aber, naja. Ist immer so eine Sache. Das ist immer so eine Sache. Okay, war jetzt auch nicht wirklich spektakulär, wenn ich es mal so sagen darf. Bailey, Tovar. Da ist nichts von Belang. Paar Stürmer könnte ich ja nicht mal machen. Ich könnte mal Rashford auf jeden Fall machen. Der durfte auch schon eine ganze Weile nicht mehr. Mittelschwer klingt ganz gut. Okay. Und dann vielleicht. Oh, gute Frage. Vielleicht sogar mal Mitrovic. Haben wir das überhaupt jemals gemacht, dass der mal trainieren durfte? Ich würde am liebsten seine Schnelligkeit oder sowas mal machen. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt hier. Schnelligkeit. Schusskraft. Elfmeter. Dribbeln. Ist es Dribbeln? Da ist halt nur das Dribbling. Abwehr, passen. Ist in der Abwehr denn Schnelligkeit gefragt? Kann ich denn überhaupt sowas machen in der Art? Ich glaube nämlich irgendwie nicht. Das finde ich äußerst schade. Blöd. Blöd, blöd. War schade eigentlich, oder? Aber auch Dribbling und Beweglichkeit hat er so ein bisschen. Ja, so ein Dribbling-Parcours könnte man doch machen mal. Probieren wir das mal. Wieso nicht? Ja, immerhin. Also soweit, so gut mal. Mir ist übrigens noch was aufgefallen, da ich ja bei Dalo so ein bisschen sagte, so nach dem Motto, ey, das könnte vielleicht noch was sein. Ich weiß gar nicht, das habe ich, glaube ich, noch nicht besprochen. Ich wollte das, glaube ich, nur besprechen. Wenn ich das doch schon mal gemacht habe, dann entschuldigt mir das, aber ich glaube nicht. Denn mir ist eine Sache aufgefallen, und zwar, jetzt muss ich kurz gucken, ob ich das finde, weil ich habe mir das nochmal in Ruhe angeschaut. Ich glaube, Liam Gibson war es. Denn ich habe gedacht, was ist denn jetzt eigentlich mit denen, die nicht weg konnten, also die per Verträge quasi, ja, ihr wisst schon, was ich meine, nicht so richtig, ja, die ich nicht richtig losbekam. Und ich habe halt auch mal darauf geachtet, vom Alter her und so weiter und was die denn gerissen haben, sage ich mal, in der Zeit, wo sie bei uns waren, also auch vom Training her. Und da ist mir Gibson halt positiv aufgefallen, sagen wir es mal so. Denn Gibson ist so der einzige Teen, oder wie man sagen will, ja, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und ja, er ist auch von all denen, die ich jetzt habe, auch sehr gut aufgewertet worden. Also er ist schon ein 63er. Ja, und er geht hier ganz gut dabei, also hoch, wollte ich sagen. So andere Leute, wie jetzt irgendwie Gillespie oder so, das ist so lala, das geht und das ist nichts Besonderes. Aber Gibson ist mir positiv aufgefallen, weil er ist schon 63er, er ist schon zweimal aufgewertet worden, er ist erst 19. Das ist also, ja, ich weiß nicht so recht. Ich habe mir dann aus Neugier auch mal alles angeschaut, was ich so verkauft habe. Und da war keiner dabei, wo man hätte sagen können, ah, jetzt ist es doch schade drum. Aber bei Gibson habe ich wirklich als einzigen überlegt, das könnte vielleicht doch ganz geil sein, wenn man ihn mal behält, vielleicht mal ausleiht. Weil Außenverteidiger, wie ich schon oft gesagt habe, sind selten und ja, so Stojanovs, die haben 65 und sind 21 Jahre alt und so. Also Gibson könnte vielleicht, ja. Da hatte ich vielleicht ein bisschen Glück, dass ich ihn gehalten habe.
Weil da könnte vielleicht was heranreifen, was vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn es nur dann später ist, dass man ihn vielleicht verkauft oder keine Ahnung was. Deswegen würde ich ihn ganz gerne mal pushen, also ein bisschen verlängern. Er will 4,25, das ist nicht das Thema. Weil da habe ich mir wirklich überlegt, Mensch, so jung und dann doch zweimal aufgewertet, obwohl ich ihn ziemlich habe versauern lassen, ist es jetzt nicht so, dass ich den großartig spielen lassen will unbedingt. Aber ja, ich habe mir überlegt, und das war wirklich der Einzige, das könnte vielleicht doch was sein. Deswegen mache ich dem jetzt einfach mal ein Angebot. Ja, der Rest jetzt nicht, auch nicht die verkaufen, dass ich da einen Fehler gemacht habe oder so, aber der, also Gibson, ja, da könnte was sein. Mir ist beim Anschauen auch aufgefallen, ich hatte was bei der Ausstellung. Nee, die ist richtig. Da war es bei der da. Da hatte ich kurz einen Fehler drin, habe ich gesehen. Gillespie, genau, der könnte da irgendwie nicht rein. Ich weiß nicht, warum der da drin ist. Das ist natürlich Quatsch, das muss man korrigieren. Das ist natürlich Unfug. Weil dann ist es nämlich, wenn man jetzt mal von Gibson absieht, den ich jetzt gerade ja, rein wieder, also frisch wieder rein habe, ist es eigentlich wirklich tatsächlich nur noch die oberen beiden Reihen, die jetzt noch quasi zu uns gehören. Der Rest ist nach wie vor Ausschussware. Ich hoffe, dass ich das, obwohl ne, die haben wir ja eigentlich nicht, sehe ich gerade, die haben wir ja eigentlich nicht. Dann war der, der quasi da eigentlich hätte reingehört. Und Gillespie quasi. Ja, genau. So, jetzt ist es richtig. Dann sind es doch nicht die oberen zwei Reihen. Naja, dann ist es halt so. Aber ich wollte halt sagen, ja, also, ihr wisst, was ich meine. Tatsache ist halt, dass ich endlich das jetzt mal hinkriegen will. Also, dass ich jetzt endlich sagen kann, okay, also das Team ist fertig, in Anführungsstrichen. Nicht, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, super, jetzt habe ich ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre immer noch irgendwelche Leute mit dem Team, die ich schon lange nicht mehr dazu zähle. Also ich hatte das Thema ja letzte Folge oder vorletzte Mal, wo ich gesagt habe, ich hätte es ja auch schon rausgeschmissen, wenn ich kein Let's Play machen würde oder vielleicht ein bisschen mehr Geld hätte, damit ich endlich mal sagen kann, okay, an sich bin ich fertig. Man ist ja nie wirklich fertig, aber jetzt jahrelang Leute mitschleppen, die für mich einfach nur bessere Briefbeschwerer sind, das ist mir eigentlich nicht so recht. Obwohl wir hier jetzt Gibson eigentlich jetzt mal mit reinlegen könnten, weil ich habe ja gerade, wie ihr mitbekommen habt, entschieden, dass der Mann dann doch vielleicht zu uns gehört. Immer mit der Tatsache, dass die Stärksten ganz rechts sind. Ja, also ihr wisst, was ich meine. Aber so gesehen ist es jetzt nicht mehr viel. Es sind jetzt noch 5 Leute, die weg müssen. Selbst bei Darlow habe ich ja gesagt, ja, so lala, wo man sagt, naja, momentan hast du ja nicht wirklich viel mehr. Gut, Sells ist noch verliehen, aber vielleicht mausert sich Darlow noch ein bisschen, dass man ihn zumindest vielleicht, ja, weiß ich nicht, im schlimmsten Fall dann bringen könnte. So, ja, Flankenabnehmer und Weitwurf. Ich meine, seine Reflexe sind halt nicht gut, muss man ganz ehrlich sagen. Wo sind sie denn, die Reflexe? Lexe, Reflexe, wo seid ihr? Da sind sie, ganz unten, logischerweise. Das ist so lala, aber naja, naja. Weiß nicht so recht. Und selbst bei Vukic, da hatten wir ja auch teilweise überlegt, aber der ist mir einfach zu alt, der ist 24, also der ist wirklich Ausschussware. Aber Darlow, naja, ich sag mal, naja, im allerschlimmsten Fall, sage ich mal, obwohl ja ganz klar Ascona da vorgeht, aber ja, bevor ich mich schlagen lasse oder keine Ahnung was, könnte man vielleicht sagen, komm, wir legen ihn auch noch mal so einigermaßen mit ins Team. Bei den echten Newcastle United ist er ja ganz gut dabei. Also so, dass man wirklich nur noch 4 Stück jetzt hat, wo man sagt, also das ist jetzt wirklich nur noch Müll, wenn ich jetzt mal böse sagen darf. Bis auf Vukic vielleicht, der jetzt nicht gerade zum Team gehört, aber der seinen Preis noch hat. Also ja, da ist es also wirklich nur noch das, was man als Abfall, Entschuldigung, bezeichnen kann. Aber so langsam aber sicher wird's was. So langsam aber sicher gefällt es mir irgendwie, was wir hier basteln. So langsam bin ich einigermaßen zufrieden. Ich werde es hier auch mal so ein bisschen einstellen. Ist ja nicht uninteressant. Also Gibson, da habe ich wirklich überlegt, Mensch, also der macht sich irgendwie, der gibt nicht auf, ist irgendwie sympathisch, wenn man so will. Und das hat, finde ich, irgendwas. Also, dass er einfach sich trotzdem weiter anbietet und aufgewertet wird. Oder manch einer wie De Jong, der noch gar nicht aufgewertet wurde, wo man sagt, ja gut, nimm dir mal ein Beispiel. Ja, böse gesagt. Also, und mir gefällt einfach die Tatsache, dass ich jetzt langsam aber sicher, ja, fertig werde mit dem Team. Ihr wisst, was ich meine.
sodass ich nur noch die Jungs hier loswerden muss. Und die werden ja auslaufen, abgesehen von Vukic. Und Vukic ist so ein bisschen jemand, da kann man wenigstens noch Geld verlangen. Also die laufen jetzt noch vollends aus und dann ist es mal halbwegs fertig. Das ist natürlich dann schon sympathisch, also finde ich. Ja, ist mir durchaus recht, dass das dann so hinhaut. Ja, doch. Ich habe mir jetzt überlegt, also Mitrovic hat auch die Rolle jetzt hier übernommen von Gale, oder? Ich glaube, das bleibt auch erstmal so, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich einfach irgendwo. Ja, Gale hat nicht viel gerissen, muss man ganz ehrlich sagen. Da mir jetzt langsam aber sicher klar wird, dass das hier eine Management-Folge wird, das ist halt einfach so. Ich wollte mit euch halt auch über den Patch schon alles reden. Was ich euch mal zeigen wollte, das ist mir so ein bisschen beim Stöbern auch noch aufgefallen. Ups, das war es nicht, was ich wollte, aber das war es wirklich nicht, was ich wollte, aber da können wir ruhig mal reinschauen. Das ist, was bisher so gelaufen ist. Ich bin eigentlich zufrieden, wenn man überlegt, dass wir erst 6 Mal verloren haben. Überlegt mal, da sind die Pokale und alles dabei. Wir hatten ja 2 Pokalniederlagen und das heißt, wir haben in der Liga erst 4 Mal verloren. Also, naja, ihr wisst, was ich sagen will, oder? Also, ja. Ich glaube, viel besser wäre es nicht gegangen. Aber das wollte ich euch jetzt gar nicht zeigen. Das war es gar nicht. Das wollte ich zeigen. Das geht ja noch, Aston Villa, aber jetzt passt mal auf. Nein, ach Mann. Jetzt ist es schon wieder nicht. Es gibt's ja nicht. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich lade, ist es anders. Denn ich hatte Barcelona und alles als Angebot hier drin. Das ist kein Witz. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn man lädt, ist es anders. Ich hatte den FC Barcelona hier drin. Das ist kein Quatsch. Ihr werdet zwar sagen, ja, das hätte ich jetzt auch behauptet, aber es war wirklich so. Mann, jedes Mal, wenn ich das zeigen will, klappt es nicht. Ist doch doof. Keine Ahnung. Irgendwann kann ich das schon noch zeigen. Ich habe auch schon Chelsea, aber ich kann euch das nicht so richtig zeigen, weil es jedes Mal weg ist irgendwie. Das ist ganz blöd. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt. Ich meine, da es eh eine Management-Folge ist. Ja gut, er geht natürlich ein bisschen zurück. Ich dachte, wir gehen mal so ein bisschen durch. Marcells geht ein bisschen weiter. Also, was sieht er auf der rechten Seite? Er versucht sich weiter zu verbessern. Hier ist halt das Alter. Deswegen habe ich natürlich de Skilio oder De Schilio verpflichtet. Man spricht ihn ja, glaube ich, De Schilio. Weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, aber ich habe mir da letztens Just for Fun mal das Elfmeterschießen nochmal angeschaut. In der Euro, wo Italien gegen Deutschland spielte. Und da war De Schilio tatsächlich Stammspieler und der hat auch einen Elfmeter geschossen und getroffen. Könnt ihr mal sehen, was ich da alles verpflichte. Ich gehe es einfach mal mit euch so ein bisschen durch, dass ihr, gut, er ist jetzt nicht so interessant, damit ihr so ein bisschen mitbekommt, was hier so abläuft. Manche machen sich. Ich sage ja, er hat sich wirklich, man schaut mal an, Grätsche plus 5 und so. Das ist schon sympathisch. Deswegen, ja, hat das, glaube ich, verdient, dass man ihm doch noch vielleicht einen Vertrag gibt. Fand ich gar nicht so blöd. Auch er macht sich ganz gut. Kurzpass plus 4. Isaac Hayden, den hatten wir ja im letzten Spiel. Auch ein interessanter Mann auf dem ZDM-Bereich. Da wird es für Steuern oft dann warm. Also, das sind. Ja, doch, es läuft. Auch er ist brutal. Dribbling 6 hoch, Abschluss 5 hoch. Er ist auch richtig gut. Er ist auch richtig teuer geworden. Also, das hatte ich nicht so wirklich erwartet, dass das so. Auch er geht nach oben. Er ist vielleicht bald von der Aufwertung, wer weiß. Nächstes Jahr werde ich ihn, denke ich, auch mal wiederholen als Theote-Ersatz. Hier geht einiges hoch. Amiobi, ich hoffe mal, dass seine Verletzung jetzt dann bald vorbei ist. 7 Wochen steht noch dran. Gouffran geht immer weiter runter, gerade die Ausdauer. Er ist halt so ein Mann, den man so die letzten 20 Minuten oder so mal bringen kann. Rolando Aarons. Ich meine, schaut mal allein die Ausdauer, die da zum Beispiel hochgeht oder sowas. Auch sehr cool. Er tut sich gar nichts irgendwie, also verstehe ich nicht. Bei ihm ist ein bisschen was. Diame ist auch so lala. Auch seine Wolle ist plus 6. Ich meine, heftig, oder? Das ist schon, genau das meinte ich. Irgendwas wusste ich war mit 7. Schaut mal den Kurzpass von Mitrovic an. Plus 7. Ich meine, überlegt euch mal. Plus 7. Der ist von 67 auf 74, das ist schon, also, wie soll ich sagen? Und selbst seine Sprintgeschwindigkeit, jetzt langsam gibt er ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes mehr Gas. Auch er ist in der Physis, also Physis ist er richtig stark, also da muss man gucken, dass man ihn weiter fördert. Ich hätte ihn halt gerne ausgeliehen, aber naja, ihr wisst schon. Dolberg hat es zum Glück nicht allzu sehr geschadet, dass er nicht so viel ran durfte. Ich meine, viel hat er nicht gespielt, er hat 4 Mal gespielt, das ist nicht viel, das ist zu wenig, sehe ich ein. Gut, die sind nichts mehr. Ihn finde ich sehr teuer. Er kriegt, glaube ich, 45.000 Gehalt. Das ist viel zu viel. Also, den werde ich auch verkaufen. Was soll ich mit einem 71er, der 26 Jahre alt ist? Das ist so ähnlich wie dieser Murphy. Das ist, keine Ahnung. Was soll ich mit dem? Den werde ich nächstes Jahr verkaufen. Perez, ja, gut. Armstrong, brauchen wir, glaube ich, auch nichts sagen. Auch er, Kopfball plus 5 und so.
Ja, 25 Spiele. Er müsste bei Barnsley, Barnsley, jetzt habe ich schon wieder falsch gesagt, bei Bristol, Entschuldigung, müsste er Stamm spielen und das war es eigentlich auch schon. Auch so, wenn man überlegt, schaut mal, die Torwartstellung, wie da Donnarumma hoch ist, 8 hoch, von 70 auf 78. Überlegt mal, Flugparaden, 78, 84. Also das ist schon cool irgendwie. Das ist schon echt nice. Ich wollte euch noch was anderes zeigen, das habe ich nämlich auch mal just for fun gemacht. Als ich einfach mal so ein bisschen den Spielstand in Ruhe angeschaut habe. Wenn ich es denn jetzt mal, ich bin schon drüber weg irgendwie. Wenn ich es denn mal finde, wollte ich sagen, da wäre, glaube ich, der andere Weg leichter gewesen. Und zwar einfach so, just for the lols. Das muss auch mal sein, so eine Folge. Wo ist er denn? Habe ich jetzt schon. Ah, ich wollte sagen, habe ich schon übersprungen. Tada! Also, wenn das nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht. Rolando Ahrens mit dem Eintracht Frankfurt Trikot. Ja, das sind so die Momente, für die ich lebe in dem Spiel irgendwie. Ich weiß nicht, das ist einfach cool, das macht einfach Spaß, das ist einfach nice. Rolando Ahrens im Eintracht Frankfurt. Ist das cool oder ist das cool? Ich weiß nicht, ich mag sowas. Ich stehe auf sowas, deswegen macht mir das Spiel so viel Spaß. Ich mag auch Managerspiele so sehr, so Anstoß oder so damals. Gott, das habe ich geliebt. Oder was weiß ich, was es da gab, Bundesliga-Manager. Ich dachte, ich zeig's euch mal. Ich fand es irgendwie cool. Mir hat das irgendwie sehr gut gefallen. Jetzt lass mal einfach mal die Woche laufen. Das können wir ja in der Folge noch ruhig machen. Ich glaube, hier war auch noch irgendwas, wo ich zeigen wollte. Ja, auch schön, oder? De Jong, der Glücksbringer von Newcastle United. Eine Reihe von Top-Leistungen haben den Anspruch von Siem De Jong unterstrichen, der wichtigste und beliebteste Spieler seines Vereins zu sein. Tja, kann ich nicht wirklich widersprechen. Und hier tolles Comeback, nachdem er quasi verletzt war, gleich ein Tor gemacht und so. Ja, das haben wir ja mitbekommen, dass er den Abflug plant. Ist nicht so schön. Das da habe ich zum Beispiel auch noch gesehen. Gámez wurde zum Spieler des Monats. Wer weiß, wie oft da schon was war, was ich nicht gesehen habe. Tja, aber das sind so die ganzen Sachen, die ich mir so ein bisschen angeschaut habe, die ich euch auch mal zeigen wollte. Ich meine, das gehört auch dazu. Jetzt lassen wir mal die Woche sausen. Ich glaube zwar nicht, dass noch groß was passieren wird, aber vielleicht nimmt ja Gibson den Vertrag an. Wir können ja mal gucken. Wir lassen es jetzt mal laufen. Okay, es war nichts mehr großartig. Mannschaftsmäßig müsste es passen, glaube ich. Wir spielen natürlich mit einer Sturmspitze. Ich weiß auch nicht, was ich reißen werde. Schwierig, also ich kann es nicht wirklich einschätzen. Wir gucken auch, dass wir dann nachher vor dem Spiel das Beste mitnehmen, glaube ich. Ja. Ich glaube, viel mehr als das ist es auch nicht drin, würde ich sagen. Obwohl wir echt gucken müssen, weil wir danach gegen Aston Villa ran müssen. Das ist brutal. Da muss ich irgendwie rotieren oder. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wird schwer. Das wird schwer. Okay, ich würde sagen, soweit mal. Ich wollte euch das einfach auch nochmal erklären mit dem Glitch und alles, dass der jetzt hoffentlich draußen ist und dass ich die zwei Spiele nicht neu spielen werde, weil es sich auch nicht lohnen würde. Das ist einfach okay gewesen, so wie es war. Es war nichts Spielentscheidendes, schon gar nicht bei den Toren. Ja, und der ganze andere Rest, den ich euch mal zeigen wollte, der mir auffiel. Und dann würde ich sagen, soweit mal. Und dann sehen wir uns quasi in der nächsten Folge zum Norwich-Spiel dann wieder. Und ja, wie gesagt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.